Der Papa von der Nadine wird gesucht. Zu mir kommen, zum Flugfeld. Hey Papa. Schauen wir den an, meine Damen und Herren, schaut. Da gibt es am Anfang immer die Bringflüge. Da wird einmal geschaut, ob alles in Ordnung ist. Bei so einer Maschine muss natürlich alle Schrauben festgezürnt sein, da darf nichts locker sein. Denn gerade wenn der Schraube fliegt, dann runter. Da sieht man auch wieder die Power, die drinnen steckt. Ja. Ihre Kraft, und der fliegt auch gigantisch tief natürlich mit Vollspeed, rückwärts, vorwärts, Loopings, alles Mögliche. Dann kommen die Purzelbäume. Da kommt alles dran. Ja. Sensationell. Wie gesagt, Profipiloten, gell? Und jeder kann es werden. Jeder. Ich zeige Ihnen dann den jüngsten Profipiloten noch. Der fliegt allerdings dann nicht mit dem Hubschrauber. Aber wir haben auch ganz ohne Grund die Hubschrauber in dieser Klasse schon fliegen. Weil ich schon gesagt habe, das ist das, was die jungen Buben überhaupt interessiert, meine Damen und Herren. Wenn schon Motorflügel und nicht am Computer hängen oder sonst was, dann so. Ja, das ist das Ziel. Naja, auch er kommt natürlich in Bodennähe auch gezeigt, was er alles drauf hat. Das ist gigantisch, ja. Ich weiß, dass sie am liebsten die Maschine versenken würden, ja, aber unter der Erde ist man keiner mehr geflogen, das weiß ich auch. Ja. Das geht ganz schlecht aus, wenn man sowas probiert. Aber sie riskieren es und wie gesagt, sie zeigen gegenseitig, zum Beispiel aber den Schwanzkreis, jetzt dreht er wieder um, jetzt kommt wieder der Putzengang dazu. Überall da ist das trainiert, ist eine Zehntelsekunde hat der Zeit zum Nachdenken, das geht alles vollautomatisch. Ungefähr so, und Sie von der vierten auf die zweite Flugschalten denken Sie auch nicht was. Da gehen Sie über die dritte drüber wie nichts, das kommt weit trainiert, das ist völlig automatisch. Und dann für den Flug ist es genauso. Es ist nichts mehr nachdenken, das ist alles trainiert. Wenn man nur ein paar Sekunden nachdenken würde, würde es schon scheppern. Ja. Ja, jetzt, der Kukuruz ist noch nicht hoch genug zum Mähen, sonst hätte man glaube ich schon ein paar eingeschnitten in die Straßen. Ja. Der Dario ist das, der geht jetzt auch in die Höhe, der wird auch eine Autorotation zeigen. Aufgepasst, auch da ist ganz oben. Man sieht da blitzschnell, was für Kraft die Motoren haben, wie blitzschnell die Maschine da auf Höhe kommt. Jetzt kommt er runter, lässt ihn fallen wie einen Stein, schaut euch das an. Jawohl. Dario, auch ein riesen Applaus bitte für die Piloten von RCH. Alle drei. Wir suchen immer noch den Papa.